Unlängst habe ich einen Social Walk gehabt mit einer Kundin und wir haben den Hund dran frei laufen lassen. Und sie hat den Hund zurückgerufen und der ist nicht gekommen. Darauf habe ich den Hund gerufen und der Hund ist sofort da gestanden. Wie kann das sein? Rückruf ist Vertrauenssache. Ja? Wenn ich dem Hund nicht die Sicherheit gebe, dass er bei mir Schutz findet und Geborgenheit, dann wird er nicht herkommen, weil der sagt sie, warum soll ich das tun? Ich bin ohne dich, liebes Herrchen, liebes Frauchen, wahrscheinlich sicherer als mit dir. Komme ich zu dir, muss ich mich mit dir auch noch angewöhnen. Ja? Die mich followen, also die mir da folgen, die wissen vielleicht auch, dass ich drei so kleine Hunde habe, zwei Chihuahua und einen Maltipoo, so ein Mini-Malteser. Und die drei kennen ja zusammen und ich baue ja die Bindung und damit das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl des Hundes unter anderem durch Leinenführigkeit auf und durch diverse Ruhübungen. Und bei den dreien aber, da habe ich nie Leinenführigkeit gemacht. Ja, die leben in einem kleinen Gattel und die sind mit meinen 2000 Quadratmeter, die da frei zur Verfügung stehen, zufrieden. Also da brauche ich nicht auch noch mit einer weiß Gott wo gehen. Trotzdem, innerhalb von 2 Tagen sind die Hunde abrufbar gewesen. Wie ist das gekommen? Die Hunde haben, also zwar auf jeden Fall von den drei nicht sehr viel gesehen. Die Besitzerin ist schon ein bisschen älter und kann nicht weiß Gott wie weit gehen mit denen. Und so gesehen haben die nicht sehr viel Umweltgeschichten erlebt und kennen zum Beispiel auch nicht so einen großen schwarzen Schäfer. Und die Schäfer, die sind ja immer sehr flott unterwegs. Und wie die drei das erste Mal da reingekommen sind, vor schon 2 Jahren, ist der Schäfer halt in seiner zügigen Art auf die zugegangen und die haben natürlich Augen gekriegt, dreimal so groß und sind gleich quietschend auf und davon. Im Wissen, dass das so wahrscheinlich kommen wird, sind sie natürlich an der Hausleine gewesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe einfach dem Chester den Weg gesperrt und mich vor die drei gestellt. Worauf der Chester einen Bogen gemacht hat und weggegangen ist. Und damit habe ich es gehabt. Damit habe ich das Vertrauen von den drei gehabt. Ja. Und am nächsten Tag haben wir das nochmal 2-3 Mal gespielt und dann war es. Und dann haben sie die schon frei bewegen können, zuerst mit der Hausleine und dann auch schon ohne. Die wissen einfach, ich bin's, der sie rettet. Ich bin's, der sie einwirft, ja, dass ihnen ja nichts passiert. Und deswegen kommen die auch. Beziehungsweise deswegen entfernen sie sich von mir auch gar nicht so weit. Ja. Sie sind immer irgendwo so 15 Meter. Und wenn sie sehen, ich gehe, brauche ich gar nicht rufen, dann kommen sie noch. Jetzt kennen sie den Chester und sie fürchten sich auch nicht mehr vor ihm, ja. Obwohl er ihnen nie was da hat, möchte ich gleich betonen. Ja. Aber einfach weil er so groß und schnell ist, nicht, haben sie sich natürlich gefürchtet und weil sie ganz wenig Hundekontakte gehabt haben. Auf der anderen Seite war das auch gut, dass sie wenig Hundekontakt gehabt haben, weil da haben sie wenigstens keine schlechten gehabt. Das heißt, der Grund, warum die abrufbar sind, die drei, ist einfach, weil sie wissen, bei mir finden sie Schutz und Sicherheit. Auf mich können sie zählen, in jeder Hinsicht. Ich hätte es nie irgendwo hinrennen lassen, wo ich weiß, dass ihnen dann was passiert. Ja. Und um jetzt die Geschichte vom Beginn, von dem Social Walk noch fertig zu erzählen, ich habe dann mir ein bisschen von dem Alltag erzählen lassen und da habe ich unter anderem halt auch solche Sachen gehört wie, ja, vor ein paar Tagen hat der Schäfer sich in die Ecken drängt, in der Hundezone. Ja. Da habe ich eh schon gewusst, dass der so ist, aber ich habe mir gedacht, na, vielleicht wird es da was, ja. Wenn ihr euch den Hund solchen Sachen aussetzt, sogar noch vorsätzlich, ihr wisst, dass das schlecht ausgeht, ja, und ihr macht es trotzdem, dann ist ja das nicht nur ein Vertrauensbruch, dann muss man sich auch fragen, wie viel unterschwellige Aggression habe ich gegen meinen eigenen Hund, dass ich ihm sowas antue, ja. Wenn ich schon weiß, dass der Schäfer meinen Hund in die Erde stampfen wird, ja, weil er es so lustig findet, weil er nicht erzogen ist, weil er hemmungslos ist, weil er was auch immer ist, und ich lasse den Hund dann trotzdem dorthin, ja, dann muss ich mir was denken. Und dass das keine vertrauensbildende Maßnahme ist, muss jedem klar sein. Und wenn ich so garstig zu meinem Hund bin, dann muss ich mir auch was denken. Dann muss ich mich fragen, wieso ich so einen Frust auf meinen Hund. Ja, und ich kann euch sagen, der Hund ist sicher nicht schuld. Siehe Video, Schutzbefohlene sind nie schuld.
Je öfter ihr den Hund in solche Situationen einlasst, ihn jagen lasst, ihn quasi verprügeln lasst durch ein oder mehrere Hunde, ja, oder noch schlimmere Sachen, ja, desto weniger wird euch vertrauen. Und da könnt ihr nur so viel deppert eine konditionieren den Rückruf, ja. Wenn es darauf ankommt, wird es nicht funktionieren. Weil Hund oder überhaupt irgendein Lebewesen rennt zu niemandem, dem es nicht vertrauen kann. Und schon gar nicht, wenn der eigene Besitzer seinen Hund tagtäglich in den Krieg schickt. Rückruf ist Vertrauenssache.